Moi Leif Kanner, mein Name ist Tassi. Moin, mein Name ist Nathalie. Und wir machen heute eine Reihe von Bewegungsaktivitäten mit euch zusammen. Das sind Bewegungsspiele, Bewegungsübungen, aber auch Bewegungstanz. Und die sind extra ausgeschafft für den C1 und den C2. Wir wollen auch eher ältere Bruder oder Schwester oder auch ältere wollen mitmachen, sind sie wirklich willkommen. Und wir geben uns darüber freuen. Ihr braucht heute für just ein Yoga-Matras oder ein Turnmatras. Ein Bidon mit Wasser, weil es den Dusch durch dazwischen und eine kleine Patsy, für die Übungen können zu machen. Hallo, wir haben also zwei Live-Assistentinnen dabei geholt. Die werden als die ersten Übungen alle gute vierweisen. So versteht ihr daheim direkt, was ihr müsst machen. Voilà. Und dann ist das meine erste Assistentin. Moin, das sind Leila und schon 8 Jahre. Voilà. Und das zweite. Moin, das ist schon Leopra, schon 8 Jahre. Voilà, und dann können wir direkt starten. Nathalie gibt euch ein paar Erklärungen zu der ersten Sache, die wir heute machen. Viel Spaß! Ich erkläre euch just ganz kurz. Wir machen einfach für dich mal unseren Körper ein bisschen wackrig. Ich gehe aus dem Bild, ich höre euch just noch schwätzen. Und Naila und Deborah weisen euch da, was ihr könnt mitmachen. Moje Face! Guck mal, was mein Face können machen können. Er Face dadurch. Oh, wie kann Uwe stur bleiben, ohne ihm zu fallen? Moin B. Guckt mal, was mein B können machen. Können er B dadurch? Moin Bauch. Moin Reck. Moin Pupes. Und dann machen wir das Bein also nähen und dann drehen wir den Bauch, den Reck und den Puppes mal für den Wackerisch zu machen. Super, macht ihr das. Moin. Arm. Moin, anderen Arm. Und dann drehen wir meist 2 Arme groß nach Hanne. Moin. Schöller. Moin, Anna Schüller. Und dann zählen wir die 2 Schüller bei Dauren. Und los unserem Fall. Und am Rupzei. Und fallen los. Und Rupzei. Und fallen los. Und da suchen wir nach Moin Hand. Und wir drücken sie ganz fest zu. Arm up. Und noch ein Kerl fest zu. Up. Und wir können das heute. Eine Hand geht up, die andere zu. Und wir wisseln. Hin und her. Bravo. Und da suchen wir nach Moin. Kap. Wie weißt du, was wir da Bannen dran haben? Was tun wir da Bannen dran? Gehirn. Gehirn. Und das machen wir weg. Ah, lass. Ich überkreize mich. Ich überkreize mich. Guck, wie ich das so gut kann. Ich überkreize mich. Überkreize mich, guck, wie ich das so gut kann. Bravo, das hat ihr tipptopp gemacht. Okay, so, nachdem es mir unsere Körper warm geklappt haben, können wir loslegen und uns ein bisschen frei auf Musik bewegen. Da gehen wir ganz nach dem Prinzip, wenn Musik aus ist, tanzen wir, wenn Musik aus ist, bleiben wir stehen und wir wibbeln so man wie möglich. Das Einzige, was ich euch mal auf den Weg gehen, ist ein ganz kleiner Tipp, wie wir uns zu der Musik bewegen. Okay, ihr zwei? Seid ihr bereit? Ja, ja. Die erste Sache, die wir machen, ist, wir rüsseln uns Arm und uns Bein auf die Musik aus. Das können wir noch nehmen, wir können das auf die Seite machen, auf vier, auf Hannen, die zwei mal den Nähen, der und Bein mal den Nähen, genauso wie dir Lust tut. Okay? Sobald die Musik geht, fängt ihr an mit Arm und Bein ausrüsseln. Stuhl bleiben, nicht mehr wackeln, keine Bewegung mehr machen. Super, macht ihr das. Okay, lo, rüsseln wir nicht mit dem und Bein aus. Wir machen wir überall kräsen mit unseren Arm und mit den Bein. Wir können auch den Kopf kräsen, können den Bauch hoch kräsen, wir können Knie kräsen oder just Hände. Sie können synchron gehen oder groß kräsen. Also alles, was der Stuhl zu den Kräsen anfällt. Okay, seid ihr bereit?
Alles. Stehen sie aber ganz kompliziert und Neila, das geht aber schwer, du musst schnell schwätzen. Die nächste Sache ist, wir bewegen uns ganz schnell zu der Musik, so schnell wie es geht. Du könnt all eure Energie rauslassen, ihr könnt total verrückt daheim tanzen. Aber alles muss ganz schnell sein. Wir müssen ganz schnell auf den Face sehen, ganz schnell mit unseren Armen sehen. Wir können noch den Boden benutzen, wir können uns auf den Boden lehnen. Packst du noch, Neila? Okay, alles, alles. Viel Spaß. Ja, super macht ihr das, Mädchen. Pandemie wackeln. Exzellent, tipptopp. Und merkt ihr, dass der Tersel schon viel schnell geschlagen hat. Als nächstes machen wir den Roboter. Das ist der Roboter, der macht immer ganz eckig Bewegungen. Wenn den trippelt, das ist ganz eckig. Da bewegt sich mal eins durch einen Arm, noch einen zweiten Arm. Okay, wie ganz eckig. Kann noch winken wie ein Roboter. Als bald Musik geht, lädt er los. Okay, an die kleinen Roboter winken, denke ich, kann er da draußen. Ja, tipptopp. Als letzte Bewegung geht es ganz am Ralenti. Das heißt, wir machen ganz los Bewegungen. Wir können noch einen Fang, eine Hand benutzen oder einen Fang drehen. Aber alles ganz los. Auch der ganze Körper kann sich ganz los bewegen. So wie die Welt. Exzellent, Mädchen, super. Du könnt euch aber im Stelle, weil du kommst direkt bei das Nächste. Können wir mal etwas trinken gehen? So, ihr könnt auch hier natürlich etwas trinken gehen, weil wir es schon gut warm gemacht. Und das Nächste, was Neila und Deborah ich werde weisen, wir brauchen sie ihre Patsy. Also, ihr kleinen Tanz mit Patsy. Aber sie Patsy fangen wir dann direkt um da an. Jetzt geht's los! Und Schere sah dir ihr Märchenkram. Doch Meister, du hast Glück und dein Traum wird wahr. Ihr stärkt dein Genie jetzt deinen Arm. Du hast ein Schwert hier, der sich für dich schlägt. Hast ein regelrechtes Arsenal. Es geht jetzt Schlag auf Schlag, wie aufgelegt. Halt nur die Lampe, ich erscheine nochmal. Und dann sag ich, Meister, wie heißt du noch? Egal, sei bloß nicht so zögerlich. Ich nehme gern deine Bestellung auf. Wer hat sonst noch einen Freund wie mich? Lass dich auf Luxus ein, leb richtig königlich. Komm, flüstere mir deinen Wunsch ins Öhrchen rein. Wer hat sonst noch einen Freund wie dich? Die Kunden sind uns heilig. Du bist König, Kaiser, Schah. Bei uns geht's frisch gleich auf den Tisch. Vielleicht ein bisschen mehr backen, aber betrachte Auswahl A. Auch B ist herrschaftlich. Und willst du mir, dann schaff ich's her. Wer hat sonst noch einen Freund wie dich? Jetzt kommt das Beste, pass auf, jetzt kommt das Beste. Oh. Wer kann sonst noch dies? Wer kann sonst noch das? Wer schenkt dir Magie? Und ist ganz cool und krass. Wer kann das hier?
und ich werf von 10, weil ich einfach von denen auf. Schau nicht so ratlos rein, jetzt fangen himmlische Zeiten an. Du hast einen Flaschengeist mit Brief und Schein, hast einen Genie, der echt alles kann. Ich bin so scharf darauf, dir beizustehen und ich befolge jedes kleine Wort. Und ist die Liste lang, dann wirst du sehen, grab die Lampe und ich bin vor Ort. Meister Aladdin, ja, drei Wünsche gibt's für dich. Und jetzt geht es los, das wird ganz groß. Wer hat noch so einen Freund, noch so einen Freund? Wer hat noch so einen Freund, noch so einen Freund? Wer hat sonst noch, sonst noch eine Freund? Noch einen Freund wie mich! Super, wie der hat gemacht. Bravo. Gut, geht dann noch schnell etwas trinken? Weil für die nächste Sache brauchen wir, muss man ein bisschen Matratze schon installieren, braucht man die zwei Matratzen. Und dann fahren wir nämlich weiter mit lauter Übungen, wo man auch ohne Musik das kann machen, wo der aber auch ihre Patsy braucht. Und dann noch ein bisschen bitte. Okay? Und zwar werden die Übungen folgen, dann müssen sie sehen, am Anfang machen wir fünf Übungen, wo sie müssen ein paar Sprungübungen machen. Danach trainieren wir ein bisschen Gleichgewicht. Und Schluss, für aufzuschließen, machen wir Partnerübungen. Das heißt, du hast am besten der Frau, den Bruder oder die Schwester für zu machen oder ihre Eltern. Sie weisen ihr stellt die ganze zwei, vier. Aber schlussendlich können wir die Übungen noch einfach allein machen, wenn der da keine Person hier im Hut, wo ich kann, mit der ich kann machen. So, seid ihr bereit? Okay, dann hört mal einen Platz auf der Matratze und wir fangen am Stuhl an. Könnt ihr stellen? Genau, und dann lädt ihr Patsy vier runter. Und dann, medischerweise lohnt man die Übung 4 an dir daheim, der macht so ungefähr 5 bis 10 Mal nur, so wie der spielt. Wenn der dir zu schnell geht, dann regelt ihr einfach eine Pause im Video und dann holt ihr erst Zeit für die Übungen zu machen, so lange wie ihr es braucht, also ihr könnt dann eher im Tempo machen. Aber tipptopp wäre schon, wenn wir 5 bis 10 Mal packen. Sie machen ein bisschen wie lang, damit ihr auch Zeit habt, für zu gucken. Die erste Übung geht voll, du springst immer, komm dann alleine rein, ein bisschen in die Hand, damit ihr mit dem Captain an den rennt. Immer mit zwei Face über die Patsy, drehen dich um und sprang drin rüber über die Patsy. Immer mit zwei Face aufsprangen, umdrehen und zurücksprangen. Genau. Tipptopp. Sie holen auch schon gut Schwung mit den Armen mit. So können sie auch hey, über die Patsy sprangen. Und nicht oben, den Arm ist es. Voilà. Noch zwei, drei Mal. Jetzt kann er daheim auch Zeit tun. Sie machen also gut synchron. He? Und die Lasten. Okay, tipptopp. Nächste Übung, da guckt er nur 4 und er sprang seitlich über die Patsy. Gell? Mit mal er haben einfach einen Teil. Und dann muss er mal gut gucken, dass er über die Patsy sprang, dann nicht auf seinem Bauch landet. Voilà, und ihr könnt das mit einer Pause machen, wie Silo. Und wenn ihr schon ein bisschen stark seid, könnt ihr das auch ohne Pause machen, dann geht es viel schnell hin und her. Also, tack, 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 tack. Voilà, wie Neulalo probiert. Ja, wie Deborah hat probiert. Exzellent. Super, sie machen das ohne Pause. Das ist aber auch gut, kein Problem, wenn ihr erst ein bisschen mit Zeit füllt. Okay, und atmen. Und für die nächste Übung. Setzt der erste Hand auf der Patsy und typischer. Voilà. Und auch jetzt, wenn ich so hüpse, dann sprang der ab und macht der Patsy, streckt er aus bis auf den Plafond und bein macht er weit ab. Ja? Und hüp. Sprangen. Genau. Aber stur bleiben üben. Und dann rimmt zusammen und typischer. Voilà. Und das könnt ihr dann auch 10 Mal machen. Üben. Und rimmt klang und typischer. Und ausstrecken. Und rimmt typischer. Exzellent, aber probiere nicht von der Matras drauf zu springen, Deborah. Auf der Matras. Ja. Das ist schon ein bisschen koordinativ. Und noch 3 Stück. Tipptopp, okay. Hallo, am besten für die Heilübung, weil die zu zwei sind, starrt der ganz vorne von ihrer Matras und der lädt die Patsy auch 4 und erst. Dann gehen wir einen typischen. Und dann machen wir die kleinen Hirsischen springen über die Patsy. Okay? Ganz klein, das heißt, du musst immer probieren. Ja, die haben wir schon gemacht. Und dann haben wir 4. Dann haben wir Face dabei setzen. Und dann probieren, die haben immer gestreckt zu lassen, damit er nicht auf den US fällt. Und ihr könnt ruhig probieren, auf Face zu machen.
Es bleibt noch ein bisschen schwerer, wie auf den Knien zu landen. Aber ich meine, der kriegt das alle guten hin. Weil auf den Face kannst du machen. Auch 5 bis 10 Mal. Ich weiß nicht, dann ein bisschen vier. Sie strecken gut fast die Arme. Und probieren nicht wieder zu Patsy zu kommen. Und die lasten jetzt weh. Okay, tipptopp hat er das gemacht. Das wären die Sprungübungen. Jetzt kommen wir zu dem Equilibrium, zu dem Gleichgewicht. Jetzt probieren wir, könnt ihr ruhig noch 4 drehen, probieren wir, muss mich nachstellen, genau, probieren wir den Patsy auf den Oberkörper zu platzieren. Jetzt können wir ihn auf den Kopf legen, auf die Schulter legen. Ja, sie haben ihn schon im Kopf legen, tipptopp. Wenn es geht, könnt ihr sogar probieren, erst am Kreis zu drehen, ganz los. Ja, das geht vielleicht noch nicht direkt mit all Patsy, den hier ist relativ klein. Wenn es gut nicht geht mit dem Patsy, wo der hat, könnt ihr auch probieren mit einem Turnschuh oder mit einem Schlapp. Die bleibt heute ein bisschen besser leihen. Dasselbe könnt ihr probieren, vor allem beim Deborah, auf der Schulter. Und dann probiert auch zu drehen. Und du kannst das machen, hopp, um Ellenbogen. Dann kannst du schon am Kreis drehen, ganz konzentriert, weil er den Arm schön hinschalten. Super, macht ihr das jetzt zwei. Ja, du kannst auch einen den Ellenbogen probieren, natürlich. Und Deborah, Naila kann auch einen Schulter probieren. Ja, gut. Okay, so, schau mal, ein Überkörper. Wir haben aber auch noch die Fäße an den Knie. Ich werde noch probieren, den Patsy auf ihre Knie zu legen. Genau. Und dann so los, ruhig stehen zu bleiben. Super. Ja. Und dann kann sie das auch mit dem anderen Bein probieren. Patsy muss man ganz oben bei den Bauch legen, du bleibst am besten leihen. Ja. Und dann probieren wir dasselbe, dass er den Patsy auf den Fuß legt. Du musst er Zehen spitzt gut unziehen. Ja. Und dann kann er wieder Bein gestreckt hier, wie mir, der könnte aber auch gedirbelt machen. Super. Wie kriegt er den Patsy heisch geworfen und abgefangen? Ja, tipptopp. Ja, das war schon tipptopp, das war ganz gut. Könnt ruhig auch den anderen Bein probieren. Oh, ja, tipptopp. Okay, an die nächste Sache. So, schauen wir noch den Bauch direkt. Du sitzt erst mal auf den Händen. Ja, wieder tighten. Und der probiert den Patsy auf den Bauch zu legen. Und den Händen hoch und los zu strecken. Voilà. Wenn den du gut leihen bleibst, können wir sogar probieren, am Kreis erst weiter zu bewegen. Schön den Bauch mal hochhalten. Ja, ganz gut. Und dann legen wir ihn drauf. Ist gut, nicht geschieht. Und dann machen wir weiter. Tipptopp. Und jetzt können wir mit dem Rick machen. Die ist auf 4 Patten. Du kannst auch Mama oder Papa erst helfen. Und dann kannst du ein bisschen nur über den Matras trippeln. Ich lehne ihn drauf. Genau. Und probier jetzt wie nicht an den zu rennen. Die können noch ein bisschen auf 4 nach Hannen gehen. Der Rick ganz rein halten. Ja. Super. Okay, tipptopp. Letzte Übung, und die ist ein bisschen schwer. Der legt euch auf den Rücken und wir strecken den Face auf den Plafond. Und dann, also am besten Mama oder Papa helfen, dann muss er nämlich die so unziehen. Aber sie lehnen erst den Patsy auf ihr Face. Könnt ihr also erst mit den 2 Face probieren. Oh, nein, das ist schon brett. Tipptopp. Und dann könnt ihr aber auch mal probieren, just auf engem Fuß. Ja. Nein, ja, du musst da ein bisschen rüberreckeln. Genau. Dann den Equilibrium finden, Gleichgewicht von Patsy auf engem Fuß. Ja, tipptopp. Okay, aber weil das heute 2 Turnerinnen sind, machen wir das noch ein bisschen kompliziert. Dann probieren wir, dass die 2 ein Kerz macht. Und ich lehne erst den Patsy oben drauf. Genau, du kannst den Hand holen. Zeigen aber so und den ganzen Plateau machen. Und dann lehnen wir den Patsy drauf. Ja, nur und leid noch nicht, der Patsy, ja? Leid noch nicht. Deborah, du warst noch nicht ganz richtig. Ja. So. Okay. Und Naila ist schon bereit. Und Naila kann auch einen probieren, seinen Händen loszulassen. Das ist noch eine Etappe schwerer. Tipptopp, der 2. Gut, okay. So, dann kommen wir zum dritten Teil von den Übungen mit Patsy. Partnerübungen. Okay. Die können aber auch allein daheim machen. Das ist absolut kein Problem. Sie wollen ja immer nur zu 2, 4, weil das einfach ein bisschen amüsant ist für jeden Verein. So, dann brauchen wir aber just Patsy. Wollen wir dem Naila sein? Okay. Okay. Die erste Übung ist, die setzen sich vis-à-vis mit dem Face.
zusammen, aber ja, genau, das geht. Und Naila hält den Patsy zwischen sein Face und ruht nur Hände. Probiert den Patsy bald bis Hände abzusetzen und kann ihm zurück und übergibt dem Deborah dann den Patsy. Und dann macht die Übung nicht Naila eine kleine Pause. Und dann könnt ihr los zurück und übergibt dem Deborah den Patsy. Könnt ihr gerne noch mit der Mama und dem Papa daheim probieren. Aber schön los ruhen, ne? Ohne ihm zu fallen. Tipptopp. Und dann zurückkommen. Und Naila muss auf die Patsy werden. Und dann kann Lassli. Okay. Ja. Okay, für die nächste Übung legt Herr Gelo auf den Bauch. Der Bauch und der Hand gucken sich. Ja, sie sind bald ausgestreckt von der Leiter. Drück jetzt noch ein bisschen die Hand, Naila auch. So, Naila holt den Patsy. Der Patsy geht nur ein Hand zurück. Wieselt die Hand und bringt den Patsy rum nur vier. Und dann aus dem Deber. Höp, höp. Und dann können wir vier. Da strengt die Muskeln aus dem Rücken und alles, wo eine Chillerin an die Blut hilft, für den Patsy nur Hand zu gehen, die Hand zu wieseln und rum nur vier zu gehen. So, hallo, ich schlage euch mal eure Bidon. Die Stellen schreibt mit. Und ihr könnt euch auf den Hühner sitzen. Wieder toll. Den einen möchte sein Face heim hier mit dem Bidon. Und den anderen möchte sein Face dumm hier mit dem Bidon. Und Naila hält auch noch den Patsy zwischen sein Face. Und ich war gut, der Patsy, weil er war der Bidon, den Deborah. Und Deborah hält den Patsy und bringt den Rim auf die andere Seite. Ohne die Flaschen umfallen, natürlich, gell? Ihr könnt den Echange mit dem Patsy wirklich effektiv an der Luft machen, wie sie es probiert tun, damit der Patsy nicht mehr wieder auf den Boden kommt. Das ist schon gar nicht so einfach. Oder der macht das irgendwie gemütlich, der weiß, und er lädt den Patsy nieder. Und dann ist es der Nächste, der ihn hält. Ja, tipptopp, du wart tschüss. Du wart gleich bei ihm gefallen. Wart tschüss, immer gut, dass er die andere Seite sieht. Für ihn dann zu holen. Wart noch zwei Mal. Und ein Kerl zurück. Tipptopp, okay. Pause. Ja, das hat er bestimmt schon ein bisschen an ihrem Bauch gespürt. Lasst sagen, wir machen einen Tunnel für den Patsy. Und der Patsy die geht gerne dreimal durch den Tunnel. Und dafür möchte Naila ein Kerl den Stütz. Die am Tunnel hat, kennt ihr schon. Deborah hält den Patsy. Ja. Und Deborah probiert dreimal in Naila durchzugehen. Hat krabbelt dadurch. Da rutscht die Matrasse ein bisschen. Und dann kannst du aufstehen und runter gehen. Ein erster Keier. Und ein zweiter Keier. Kannst du ruhig den B benutzen, um wieder durchzukrabbeln. Und Naila packt das so lang. Hat guckt, dass sein Bauch immer ganz, ganz heiß ist. Und die dritte Keier. Yes. So, das darf der Loch ein bisschen umgedreht machen. Gell? Deborah möchte dann Naila krabbelt da durch. Und dann sagt meine Mama könnte aber nicht da durch, wenn ich das mache. Dann darf die Mama auch einfach drüber trippeln und rundherum gehen. Gell? Das ist auch kein Problem. Hopp, direkt schon die Matrasse weg. Komm, dann geht's. Ja, genau. An die dritte Kehr, schauen wir so hin. Voilà, super. Okay, tipptopp. Das waren als Übungen mit Patsy. Und wir fahren los weiter mit einem Dere-Spiel. Und Nathalie erklärt euch genau, wie das wird gehen. Dafür könnt ihr den Patsy raumen, könnt ihr einen Schluck trinken und wir holen noch die Matrasse weg. So, die Zeit, wo Deborah und Naila etwas trinken, könnt ihr natürlich auch noch etwas trinken. Und ich weiß nicht, ein paar Dere, die wir machen. Also ich tue mal als Katz. Die leitet um Rick und die spielt mit dem Ball. Und Katz guckt natürlich ihren Ball. Und dafür leitet den Kopf nicht um den Boden. Das ist Katz. Und dann als zweiter ja, aus der Krebs. Du sitzt meist, als Arm bleibt ganz gestreckt und als Bauch kommt ganz heiß und lucht. Und dann haben wir noch als Seestier. Die passt den Boden mit den Arm und den Beinen auseinander. Und alles bleibt gestreckt. Und dann haben wir noch den Erdmenschen. Der sitzt auf den Knie, ganz rät. Und er guckt auf den Plaffer. Und auf den Boden. Ohne, dass sie nur vier oder noch Hanne kippt. Und noch ein letzter.
Da haben wir noch den Flamingo. Und der kann ganz gut auf einem B-Stuhl bleiben, ohne umzufallen. Wir machen es so, dass ich eine Musik mache. An der Zeit bewegt Neuland Deborah sich immer ein bisschen herunter. Aber wenn ich Musik ausmache, rufe ich ihnen in die und dann sollen sie das machen. Ich zähle, was sie die machen, zähle ich bis 10. So lange soll ich dann an der Position bleiben. Und dann geht die Musik weiter, da bewegen wir sie. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei. An der Mama der Krebs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Lo laufen wir nicht mehr, aber lo trippeln wir um zehn Spitzen und wir strecken uns ganz heiß und laut. Dann machen wir den Seestär. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hallo, trippeln wir nicht mehr auf die Zehenspitze, sondern wir trippeln auf die Feste. Und die Zehen sollen nicht wieder auf den Boden kommen. Erdmännchen. Den Erdmännchen guckt auf den Plaffe und auf den Boden. Das könnt ihr fünfmal machen. Zähl dir du für euch. Ah, nein, das wurde doch fünfmal gemacht. Tipptopp. Lo, nicht mehr auf die Feste gehen, aber trippeln wir durch den Raum wie ein Int. Hallo Mama Katz! Die im Rekleider am Ball spielt. Und die Kabas an der Lut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, wir gehen einmal rundherum und das geht trippeln mal wie der Bier. Mit den Armen und den B ganz gestreckt auf vier Patten. Und dann machen wir noch sehr den Flamingo. Und bei einem B-Stuhl bleiben, ohne umzufallen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann hat bin noch ein Kerl. Alles. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, das war jetzt das Spiel und das war am Anfang das Last, mein Aktivbewegungsspiel, was man mit euch wollte machen. Jetzt machen wir just noch ein bisschen Entspannung, weil das Muskel soll ja auch zurückkommen, nur der Fehlerbewegung. Neila und Deborah können ihre Patsy sicher gehen. Und dann machen wir es mal ganz klein, da sieht man ein kleiner Schläg, den er in im Haus aus. Hallo, könnt ihr Schläg, du hast noch vier. Und dann guckt er ganz hoch rauf.
Und da geht um zurück an sein Haus. Oh, das müssten drei Mal. Könnte noch ein Kilo, es nur vier. Guck ganz feig rum. Und da geht um sein Haus zurück. Und noch ein Mal. Und da sitze, meist du hin und mach die Beine auf hier. Und da rufen wir als Face mal ein Kerl. Komm mal bei euch, hopp, hopp, hopp. Die Feste soll auf dem Boden fortsehen. Und da schicken wir die Feste fort. Ah, wir rufen sie bei euch. Kommt, kommt bei euch. Husch, husch fort. Ah, nein, ich muss viel Last rufen, also bei euch. Ah, husch, husch fort. Hallo, könnt ihr eure Patienten an die Hand holen? Und ich strecke die ganz heiß rum. Und da rollen wir die Patienten über das Baby bis bei euch Face. Und rum zurück. Und das machen wir dreimal. Und noch einmal für die Lacht. Und da stellen wir uns. Oh, ich schreibe noch die Patsy ganz heiß an die Lüder. Gib ihr so die Zehenspitze rup. Oh, los und oh, alles fällt. Oh, noch einmal ganz heiß an die Lüder strecken. Oh, fällt los. Oh, noch einmal für die Lasch. Oh, fällt los. Hallo, könnt ihr euch auf den Weg legen? Und dann machen wir einen Knut. Ich komme hier stehen ein paar Weise. Bin ich bei den Nähen? Als Hand gucken, fangen wir gucken in die Uhr, drehen sich schon unten, sprangen ich bei den Nähen, und fangen sich. Und so können Nala und Debra da alleine bleiben. Hier ein bisschen zumachen. Für dass hier Muskeln rum zurückkommen, also ein bisschen entspannen können. Okay, super, der zwei. Wir können da los aufstehen. Und da werden wir auch schon zum Schluss von unserer Bewegungsseance kommen. Ich hoffe, der hat viel Spaß daheim. Der konnte sich vielleicht ein bisschen an der ganzen Familie bewegen, alle guten zusammen. Euch hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und vielleicht bis geschwind. Adi. 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 Adi.